Hier, nur hier. Ja, habe ich übrigens schon erwähnt, dass ich morgen ein neues Handy kriege. Und eine Smartwatch. Habe ich das schon mal erwähnt? Habt ihr es gehört? Habt ihr es mitbekommen? Ich auch nicht, bis ich heute bestellt habe. Ah. Ach ja, übrigens, das sind so Dinge, die kann man ja online halt sehen. Die haben Leute online geschossen. Ich weiß immer noch nicht, wann man diese Dinger hier geben kann, also diese kleinen Items. Finde ich aber, ehrlich gesagt, ist das etwas, das finde ich ein bisschen albern, dass du den Dingern dann halt so mit Photoshop ein Eis in die Hand drücken kannst oder so. Naja. Okay, wir fahren jetzt nochmal alle Strecken ab. Erstmal die Tagesstrecke. Und gucken mal, was wir mit den Äpfeln bewirken können. Beäpfeln können. Wie wir damit veräppeln. So, genug der hässlichen Wortspiele. Die sind echt flach. Es tut mir leid. Unter anderem kann man sowas machen. Man kann arme, wehrlose Tiere quälen. Arme, wehrlose Pokémon. So, und jetzt kann man ein Foto vom Fressi Fressi machen. Oh, hallo, Vivian. Ich komme leider nie so schnell hinterher, wie ich gerne würde. Ah, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Oh boy. Ich hab's kapiert. So. So, jetzt haben wir ein kleines Ducky. Ich finde das niedlich, wie die fressen. So, haben wir sonst noch was? Man kann vielleicht eventuell mal ein Kappador rausspringen lassen. Hin und wieder klappt das mal. Ich bin echt nicht gut im Zielen. Hier das Hutu zum Beispiel kann man auch abschießen. Ja, wenn man zielen kann. So, einen halben Platscher fotografiert. Oh Gott. Das ist so anstrengend. Das ist zu spannend für mich. Einfach zu spannend. Das überlebt mein armes Herz nicht. Oh je, stimmt, das habe ich mitgekriegt mit mit deiner Capture Card. So. Friss doch was. Aurelis, friss was. Hier, hast einen Apfel. Friss! Nice work. Ich bin echt nicht gut in dem Spiel. Ich habe so also das Gefühl, die Kameraführung ist zu schwer. Ich habe es mir auf dem anderen Spielstand
schneller eingestellt, aber dann ist es mir wieder zu schnell. No. How was it? Naja, 10 Pokémon, das geht ja. Hätte man schlimmer haben können. Das sieht hochintelligent aus. Ja, nee, das ist, obwohl, das ist sehr schön. Emulga. Naja, es zählt als Dreier. Nehmen wir mit. Den Platscher nehmen wir sowieso mit. Der ist echt... Ich hätte nicht gedacht, dass ich den draufgekriegt habe. Piccolenta. Warum immer den Dreier haben, aber das ist okay. Hier haben wir noch einen Zweier, weil wir es beworfen haben. Hier haben wir ein wunderschönes Zweier. Jo. Man neigt dann echt dazu, bei dem Spiel ein Perfektionist zu werden. Ich will das aber so machen. Great timing. Besseres Foto. Nice work. Besseres Foto. Perfect timing. Auftrag erfüllt. Hätte ich es vorher angeschossen, hätte ich jetzt wahrscheinlich ein besseres Bild. Nice work. Sieht so aus, als wurde es von etwas getroffen. Gut gemacht. Genau. Schön, dass du Tiere mit Äpfeln quälst. Mach weiter so. Das nenne ich mal Ermutigung. Zur Tierquälerei. Zur Pokémon-Quälerei. Nice work. So, hier fehlt mir nur noch ein Vierer. Na? Okay, dauert noch ein bisschen, bis ich auf Level 3 komme. Ich verstehe. Das finde ich sehr nice. Habe ich im richtigen Moment abgedrückt. Eri will einen Vierer? Ja, nee. Ein Gangbang wäre mir lieber. Ich mach lieber Bang Bang. Bang, 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 bang. Bang, 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 bang. Ohne Scheiß, das ist echt cool, wie diese Piccolentas da unten sitzen und nach oben gucken, weil Carpador so einen übelsten Platscher macht gerade. Mega. Okay. Erste Stunde haben wir schon weit drüber durch. Manche Pokémon reagieren. Okay. So, mal gucken. Wir haben ja jetzt eine Aufgabe erfüllt. Ah, du hast es ja herausgefunden. Emolga röstet die Früchte als mit Elektrizität. Was für eine Überraschung. Wie gesagt, das hier ist so, Pflege der Blumenwiese ist so ein Ding. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Das Foto gibt mir so null Hinweise.
Er steht halt einfach da. Naja. Fahrt bei Nacht. Machen wir mal eine Nacktfahrt. Deutscher Versprecher. Und gucken mal, wer unsere Äpfel will. Wer uns an die Äpfel will. Good luck. Es will uns nicht an die Äpfel. An die Äpfel. Es will uns auch nicht an die Äpfel. Es hat gelächelt. Oh, ein richtig süßes kleines Raupi. Ja, komm, Raupi. Komm her. Komm, friss den Apfel. Komm her, kleines Raupi. Da sitzt das kleine süße Äppelchen mimmelt. Ach ja, hier. Da. Da ist ein Pins hier. So, jetzt müssen wir das. Ding irgendwie zum Stöhnen bringen. Skippy? Skipper? Ich muss mal kurz die Katze aus der Küche jagen. Skippy? Raus! Nein! Skipper? Wir wissen beide, wo du nichts zu suchen hast. Raus! Klo besagt! Da gehört wohl jemand wieder übers Knie gelegt, ha? Tiere. Ich würde ja gerne sagen, legt euch keine Tiere zu, aber es wäre gelogen. Das meinte ich mit. Manchmal sieht man in Kappadur dann einen Platscher machen. Tut. Lass mich dich treffen. Ein Pins hier. Komm schon. Hol dir das Äpfelchen. Hol dir das Äpfelchen. Pins hier. Geht da. Gutes Pins hier. Wusstet ihr, dass Hutu zwei Beine hat? Jetzt wisst ihr's. So sah aus, als wenn es von etwas getroffen worden wäre. Ich verstehe. Das ist das, was ich meine. Das Ding zieht gar nicht richtig. Was habe ich hier für ein Pokémon und was nicht? Naja.
Naja, 11 Pokémon haben wir gekriegt. Na, mal gucken. Vielleicht können wir ja doch noch ein paar Pünktchen absahen. Wie desinteressiert ist, mal einfach auf diese Äpfel guckt. Na, war nicht sonderlich gut. Jo. Ein glückliches Pinsi. Ich habe scheinbar kein gähnendes Schillast erwischt. Oh ja. Grammuchse? Nehmen wir die. Dann haben wir mehrere drauf. Hier nehmen wir definitiv das, weil zwei Beine. Dann nehme ich lieber das, wo ich das abgeschossen habe. Das war Tribi. Ja, das ist nicht wirklich mittig. Ach, fick. Und jetzt gibt's Housing? Ach so, ich muss wieder Genshin zocken. Okay. Ja, muss ich mal gucken. Vielleicht kann ich mir am Wochenende mal so ein, zwei Stündchen reingeben. Das ist immer halt bei mir momentan problematisch, dadurch, dass ich halt, wenn ich arbeite, arbeite und wenn ich zu Hause bin, streame, habe ich halt nicht so sonderlich viel Zeit zum selber zocken. Meistens, wenn ich Spätschicht habe, zocke ich dann halt lieber auf dem Handheld, also sprich auf der Switch, weil einfacher habe ich auch die Uhr im Blick. Ach du Scheiße, bin ich ja echt scheiße im Design. Lia, seit wann fütterst du übrigens die Katze nicht? Hi Shinu, danke für den Raid. Mm. Nice work. Nom nom nom. Knapper klein mal an dir rum. Nom 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 nom. So, Raupi. Nice work. Ja, du weißt doch, ich krieg das immer ein bisschen früher. Ich darf nur nicht sagen, woher, weil sonst kriegt der Laden Probleme. Ach, da ist nicht viel mit Spoiler, Shino. Also, da ist wirklich nicht viel mit Spoiler. An sich fährst du ja nur durch die Gegend und machst Fotos. Mehr ist es ja nicht. Kannst Eist fragen. Ne, Icy? Bisher haben wir noch nichts Spannendes erlebt, nur Schönes. Ja, Skippy, beiß mir in die Hand. Beiß mir in die Hand. So muss das sein, Hübscher. Oh, hier. Hat sie fein gemacht. Na, aktuell werfen wir nur mit Äpfeln. Hier geht auch ziemlich viel. Aktuell werfen wir nur mit Äpfeln. Und man darf Fotos machen. Vergiss die Fotos nicht, Lia. Mm, great timing. Hm, Aufgabe nicht erfüllt. Okay. Wir haben das Shellterra nicht zum Gähnen gebracht. Ja, es ist tatsächlich sehr entspannt. Skippy! Hör auf zu meckern! Wenn hier jemand einen Grund zu meckern hat, dann ist es die Frau, die Geld verdient. Ich, falls jemand fragt. Shinu, danke für den Sub! Für den wiederholten Sub! Danke für die Suppe! Juhu!
ich habe ein Forschungslevel erreicht. Yay. Wie willst du mir die Suppe versalzen? Oh, gleich kommt ein Cameo. Der Junge hat sich echt gemacht. Na, wer hat jetzt nicht auch so diese Todd-Feelings? Wo man sich denkt, Alter, der Junge ist ja richtig gut aussehend geworden. Im Gegensatz zu Ash ist Todd alt geworden. Das ist Todd. Er ist ein professioneller Pokémon-Fotograf, der die ganze Welt bereist. Hi. Hallo. Du hast also das Lumina-Pokémon fotografiert? Beeindruckend. Todd, hast du die Sache mitgebracht, um die ich dich gebeten habe? Aber klar doch. Sehr gut. Jetzt können wir endlich aufbrechen. Professor, ist das ein Freund von dir? Ja, wir sind früher zusammen auf Reisen gegangen. Ich weiß zwar nicht, in welchem Universum, aber okay. Ich habe ihn auch bei der Planung meines Forschungsprojekts zu Rate gezogen. Verstehe. Oh, ist das das Gefährt, das du entwickelt hast? Nicht schlecht. Da kommen Erinnerungen hoch. Aber jetzt zeig mir bitte erstmal die Fotos vom Lumina-Pokémon. You've really got an eye for this. Hey! Huh? Back off, kid. Get your own mentor. Hallo, ich bin Phil, der jüngste Schüler von Todd. Okay, now. Ich wollte mich euch eigentlich anschließen, um selbst ein paar Fotos zu knipsen, aber mir kam da eine bessere Idee. Wäre es in Ordnung, wenn euch stattdessen Phil begleitet? Yep. Also, ich habe nichts dagegen. Awesome. Juhu! Denk dran, dass du nur meine Vertretung bist. Dieses Abzeichen ist bloß geliehen. Na gut, aber wenn ich ein paar tolle Fotos schieße, darf ich es behalten. Also, worum geht's eigentlich genau? Ach, Shinu. Herrlich. I love you. Dieses... Wenn der Mentor genervt vom Schützling ist. Okay. Now that you're all here, we can get started. Ich verlese mich gerne. Listen up, team. I'm going to give you a breakdown of the survey. Das ist Florio, die Insel, auf der wir uns gerade befinden. Unser Basiscamp ist hier auf der Karte markiert. Um bei unserer Forschung voranzukommen, müssen wir auch die anderen Inseln erkunden. Und dieser Ort hier wird unser erstes Ziel sein. Ja, die Kugeln sind neu. Warum fangen wir genau da an? Weil es dort eine Stelle mit einem hohen Energievorkommen gibt, zu der das Neo One teleportiert werden kann. Diese Insel kommt auch in den Lentil-Chroniken vor, oder? Ja, Captain Vince hat sogar geschrieben, dass er dort ein leuchtendes Pokémon gesehen hat. Worauf warten wir dann noch? Kommt schon, lasst uns diese Insel erkunden. Also gut. Ihr seid die Ersten, die diesen Teil der Region seit einem Jahrhundert betreten. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Abenteuer. Ja, die Lore haben sie so ein bisschen übernommen. So, bevor wir auf die Dschungelinsel gehen, würde ich trotzdem gerne nochmal hier in der Lumina-Zone was machen. Weil wir haben da ja jetzt noch ein Foto, was wir machen sollen.
this. Voll verschlafen ist Megania. Nee, das ist normal, dass das Evoli läuft hier einfach halt vor und das frisst auch keine Äpfel. Also egal, was ich mache, es frisst halt keine Äpfel. Megania? Nee, die Megania interessiert das so null. That's the stuff. Bewirf die Blume. Welche Blume? Ach so, diese Kristallblume. Nee, die bringt nicht viel. Also die kannst du später mit was anderem bewerfen. Nee, die kannst du später erst. Es gibt da noch ein zweites Item, was du werfen kannst. Danke, Skippy. Danke. Wohl bekomm's. Shino, 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 ich bekomme morgen ein neues Handy. It's time. So. Scannen. Und dann kommen wir das hier. Scannen. Und eine alte Ruine fotografieren. Ich bekomme das Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Mit der Samsung Galaxy Watch 3. Ja, Fan Edition, die hat halt andere Farben als die normalen Schwarz-Weiß. Die kannst du zum Beispiel in Minzgrün haben, in Lavendelfarben, in Orange, in richtig knalligen Rot, auch in Weiß, in Navyblau, Schwarz gibt's diesmal nicht. Na, bist du mit der Strecke jetzt schon gut vertraut? Dann wähle gleich mal die Fotos aus, die du mir zeigen willst. Und halt dann die Smartwatch, die Watch 3. Die kriege ich halt auch noch dazu. Vertrag, ja. Also definitiv Vertrag, den kleinsten, den 1 und 1 zu bieten hat. Ich gebe dann auch mein altes Handy ab. Und bekomme davon noch 100 Euro. Ich habe auch schon mit einem 2er Megane, ne? Sonst haben wir keins weiter. Dann nehmen wir das hier. Shino, 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 wenn du bei 1 und 1 hingehen willst, ne, sag mir Bescheid. Ich rufe dich an und ich mache dir einen tollen Vertrag. Dann reden wir mal drüber. Wie schön, dass wir beide dasselbe denken. Ist klar, dass man drauf zahlt, weil irgendwie verfällt ja auch der Wert mit der Zeit. Und 2-Jahres-Vertrag abzuschließen, ist klar, dass der Wert dann auch sinkt vom Gerät. Evoli springt! Great timing. Hätte man zwar auch noch schöner wahrscheinlich hinkriegen können, aber erstmal 3 Sterne. Nice work. Discovery.
Das werden jetzt keine 50.000. Mhm. Sag ich ja. Derzeit hat halt noch SIM-Karte Eltern und SIM-Karte Tablet drin. Aber Tablet ist so alt jetzt, dass es sich nicht mehr lohnt.